1675. Gottfried Wilhelm Leibniz formuliert erstmals in einem Aufsatz über inverse Tangenten einen seiner Fundamentalsätze unter Verwendung des modernen Integralzeichens. 1842. In drei Gasthöfen Pilsens wird erstmals in der Geschichte des Bieres Bier nach Pilsener Brauart ausgeschenkt. 1880. Der verurteilte australische Straßenräuber Ned Kelly stirbt im Gefängnis Old Melbourne Gaol am Galgen. 1954. In Großbritannien erscheint mit The Two Towers der zweite Teil von Tolkiens The Lord of the Rings. Das alles ereignete sich am 11. November, genau wie das Ende des Ersten Weltkriegs, das sich dieses Jahr zum 100. Mal jährte. Und obwohl dieser Krieg für viele Soldaten 4 Jahre die Hölle auf Erden war und auf allen Seiten zig Millionen Opfer forderte, wird dieses dunkle Kapitel der Zeitgeschichte relativ selten behandelt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sich im Zuge dieses Jubiläums mal wieder ein Spiel der Phase zwischen 1914 und 1918 widmet. 1111 Memories Retold beginnt 2 Jahre vor Unterzeichnung des Friedensabkommens, das zum Ende des Krieges führte. Wir erleben die Geschichten zweier Charaktere, die aus 2 unterschiedlichen Gründen die Entscheidung treffen, in den Krieg zu ziehen. Zum einen hätten wir da Harry. Der ist Fotograf, arbeitet in Kanada in einem Fotostudio und ist verliebt in Julia. Doch die hat nur Augen für den Major, als dieser in seiner schicken Uniform in der Tür steht und ein paar Fotos von sich machen lassen will. Als der Major einige Fotos von Harry sieht, ist er begeistert und bietet ihm an, ihn mit an die Front zu nehmen, wo er die Bilder für die Zeitung zu Hause schießen soll. Natürlich nicht ohne zu erwähnen, wie zahlreich sich die Damen auf Uniformierte schmeißen. Also geht Harry mit. Der andere Charakter, Kurt, hat ein gänzlich anderes Motiv. Als er in der Zeppelin-Fabrik, in der er beschäftigt ist, das Funkgerät repariert und so erfährt, dass die Einheit seines Sohnes Max vermisst wird und vermutlich gefallen ist, kann er nicht tatenlos bleiben und entschließt sich, nach ihm zu suchen. Dafür muss er allerdings seine Frau und kleine Tochter zurücklassen und mit anderen deutschen Soldaten an die Westfront. Erzählt wird uns das alles meist durch innere Monologe der beiden oder Briefe in die Heimat, die grandios vertont sind. That night, I left and never looked back. Even though it would get her in trouble, Julia gave me Mr. Taylor's best camera. Truth be told, I didn't ever want to go to war. I only ever wanted that uniform. The others may have been content to pray, to hope for the best. But I could not. What became of our son's unit? I had to know. Elijah Wood als Harry und Sebastian Koch als Kurt machen einen fabelhaften Job und hauchen den beiden Figuren so viel Leben ein. Aber auch die Nebenpersonen sind mit guten Sprechern besetzt und fallen nicht ab, sind nur nicht so präsent wie die zwei. Während Harry als Kanadier verständlicherweise ausschließlich Englisch spricht, wechselt Kurt komischerweise häufig von Deutsch zu Englisch. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Lothar. Ich bin Kurt. Eins nach dem anderen. Magst du Musik? Dann setz dich und wir spielen noch was. And so I found somewhere to write, to focus on what I must tell our daughter. Besonders merkwürdig ist das, wenn er an seine Frau schreibt, die dann auch auf Englisch antwortet. Das hat mich persönlich etwas gestört und ich hätte es schöner gefunden, wenn die beiden durchweg in ihrer Muttersprache gesprochen hätten. Das würde einige Szenen im späteren Spielverlauf viel besser machen. Letztendlich ändert das aber gar nichts daran, dass das Sprecherensemble hervorragend ist. Spielerisch tut man in Memories Retold eigentlich gar nicht so viel. Und egal in welche Worte man es fassen mag, es klingt blöder als es sich spielt und wird der Spielerfahrung auch nicht so wirklich gerecht. Man läuft entweder mit Harry oder Kurt in der Verfolgerperspektive in den Levels umher, spricht mit einigen NPCs und schiebt Kisten oder ähnliches aus dem Weg, um weiterzukommen. Kurt muss häufiger auch mal Gerätschaften reparieren, wirklich anspruchsvoll wird das allerdings auch nicht und ist meist nach wenigen Versuchen erledigt. Harry hingegen ist angehalten, des Öfteren Fotos von Personen, Orten oder Gegenständen zu machen, mal als Hauptaufgabe, mal als Bonusziel. Das verkommt allerdings gerne mal zu einem unmotivierten Zoom auf die markierte Stelle und dem einfachen Drücken des Auslösers. Ihr seht, und das ist auch gar nicht böse gemeint, Spieltiefe ist nicht die Stärke dieses Machwerks. Musste es für mich auch überhaupt nicht, denn je weniger mein Hirn damit beschäftigt ist, komplizierte Puzzles oder Hindernisparcours zu meistern, desto mehr Zeit hatte es dafür, die Bilder und Geschichten auf sich wirken zu lassen. Im Verlauf der Geschichte, die immer recht schnell zwischen den beiden hin und her springt, kommt man viel rum. Kurt hauptsächlich entlang der Front, immer den neuesten Informationen über seinen Sohn hinterher. Harry auch mal weiter im Landesinneren, beispielsweise in Paris, wo die Menschen über komische Leute sprechen. Tombé durant la bataille de Vimy. Il était à Vimy? Il a sûrement combattu aux côtés de mon oncle, Émile Chaillon, un vrai cœur vaillant.
Durch einen Zufall treffen die beiden plötzlich aufeinander. Verschüttet in einem Tunnel freunden sie, die eigentlich Feinde sein müssten, sich an. Mit ihnen zusammen sind außerdem eine Taube und eine Katze verschüttet, die von da an nicht mehr von ihrer Seite weichen. In der Zeit, in der beide Charaktere zusammen sind, muss man auch mal Rätsel lösen, indem man zwischen beiden hin und her wechselt. Aber auch hier braucht man nicht lange, bis man die Lösung herausfindet. Ab und an darf man auch als Katze oder Taube spielen. Hier im Tunnel greift auch der Punkt, den ich vorhin bereits einmal kurz angesprochen hatte. Da die beiden aus komplett unterschiedlichen Ländern kommen, verstehen sie sich auch absolut nicht. Man kann zwar versuchen, miteinander zu reden, aber beim anderen kommt dann nur Bahnhof an. Komisch ist es halt, wenn Kurt für den Spieler Englisch redet, aber mit Harry nur Deutsch sprechen kann. I'm Harry. Harry. Ich verstehe dich nicht. Viel mehr möchte ich von der rund 5 Stunden dauernden Story nicht vorwegnehmen. Es sei nur so viel gesagt, die Wege der beiden trennen sich zunächst wieder, doch führen irgendwann wieder zusammen. Und schön geschrieben ist sie auch. Ein großes Lob an der Stelle an alle Autoren, die daran beteiligt waren. Kommen wir gegen Ende mal zu dem, was euch sicherlich schon ganz am Anfang aufgefallen ist, dem Grafikstil. Memories Retold wählt einen sehr einzigartigen Stil, der an alte Gemälde erinnert. Das mag anfangs noch sehr ungewöhnlich und vielleicht sogar blöd aussehen, ist meiner Meinung nach aber einfach schön. Es ist alles so farbenfroh, ohne zu übertrieben zu wirken. Ich zumindest konnte mich an den Landschaften nicht satt sehen. Auch auffällig ist, dass es kaum UI-Elemente gibt. Man sieht nur kleine weiße Kreise an Stellen und Personen, mit denen man interagieren kann, oder die Tasten, die man für bestimmte Aktionen drücken muss. Informationen wie, wo muss ich eigentlich hin, werden durchs Deuten der anderen Personen oder durch farbig abgehobene Schilder geliefert. Dadurch kann die Grafik viel besser wirken. Umso blöder ist es, dass einige Clipping-Fehler diese Stimmung etwas trüben. Kann man zum Beispiel beim Kartenspielen häufig die Kartenform auf dem Tisch legen bereits auf- und wieder wegploppen sehen oder andere Kleinigkeiten. Und wo wir gerade beim Meckern sind, in den Levels sind viele versteckte Teilstücke für Hintergrundinformationen über den Ersten Weltkrieg verteilt. Mich persönlich ärgert sowas mehr, als dass es meinen Sammeltrieb anregt. Ich laufe wirr umher, nur um bloß alle Teile zu finden, anstatt der Story zu folgen, und am Ende habe ich knapp die Hälfte aller Secrets gefunden und so auch nicht alle Informationen freigeschaltet. Geschweige denn eines der 3 Videos, die man sich anschauen kann, sollte man in den 3 Akten jeweils alle Geheimnisse finden. Alleine dafür würde ich das Spiel aber sicherlich nicht nochmal spielen wollen. Valiant Hearts hatte das auch schon und da fand ich das auch schon nicht so toll. Allerdings findet man Secrets in einem 2D-Level viel leichter als in einem mehr oder weniger weitläufigen 3D-Level. Und man brauchte dort auch nur je ein Objekt aufsammeln, um dessen Hintergrundinformationen zu lesen, statt bis zu 4 wie hier bei Memories Retold. Mich stört das auch nur so, weil solche Kleinigkeiten mich aus der Story und der Welt reißen. Das sind, wie ich ja schon sagte, die Stärken des Spiels. Die Grundthematik ist bedrückend und ernst. Wenn Kurt seiner Tochter in den Briefen erzählen will, was ihm im Krieg widerfährt, und man als Spieler aussuchen kann, ob man sie anlügt oder die ungeschönte, für Kinder vielleicht nicht greifbare Wahrheit schreibt, fühlt man sich schon etwas schwer. Sieht man dann wiederum Soldaten im Graben sitzen, Gitarre spielen, singen und tanzen, vergisst man fast, dass man sich hier ja im Krieg befindet. Fast. Dieses Wechselspiel fängt Memories Retold wunderbar ein. Sprecher, Grafikstil und der hier im Hintergrund laufende fantastische Soundtrack gehen Hand in Hand und nehmen einen mit auf eine Reise mit Hochs und Tiefs. Man sieht Menschen und Menschlichkeit sterben. Und auch wenn es rein mechanisch kein gutes Spiel ist, so ist es in seiner Gesamtheit eine tolle und bewegende Erfahrung. Mit kleineren Macken, die das Gesamtbild aber nicht groß trüben. Ich lege euch dieses Spiel wärmstens ans Herz. Wenn euch Valiant Hearts gefallen hat, wird es euch hier ebenso ergehen und ich hoffe, dass noch mehr solcher Spiele erscheinen. Kaufen könnt ihr es euch selbstverständlich bei Steam, für die Konsole bei Amazon und Co. oder aber ihr holt es euch bei meinem Partner gamesplanet.com, spart 1-2 Euro und unterstützt zudem noch mich und meine Arbeit. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das wäre es von meiner Seite. Viel Spaß beim Spielen und lasst uns niemals vergessen.